Nur die wenigsten von uns haben den Luxus, eine Werkstatt, eine Garage oder den Keller komplett für sich alleine und nur mit einem Motorrad belegen zu können. Und man kann ja auch nach dem Zerlegen nicht sofort mit der Wiedermontage beginnen. Daher Messy Places, Slow Things Down. Hier ein Ordnungssystem, das ich empfehle. Wenn man ein Motorrad zerlegt, dann nimmt das in zerlegtem Zustand immer mindestens doppelt so viel Platz weg wie in zusammengebautem Zustand. Und wenn man da nicht ein bisschen vorsorgt, dann gibt es ruckzuck ein totales Chaos, weil man nach dem Abbauen nicht weiß, wohin jetzt mit den einzelnen Teilen, die man gerade abgebaut hat. Und jedes Motorrad hat ja in allen Anbauteilen andere Dimensionen. Tank, Scheinwerfer, Sitzbank, Felgen, Gabelholme, Stoßdämpfer, das alles hat ja andere Dimensionen, weil das bei allen Motorrädern unterschiedlich groß ist. Und diese Teile, die wollen ja nach der Demontage erstmal sortiert und verstaut werden. Darum tut man sich einen großen Gefallen damit, wenn man sich vor der Demontage erstmal mit einem Zollstock ein bisschen Zeit nimmt, einmal ums Motorrad rumzugehen, vielleicht ein paar Teile abzumessen, um zu gucken, die Kartons, die ich jetzt brauche, wie groß müssen die denn im Endeffekt sein? Dann kann ich entweder vorm Umbau schon mal anfangen, die passenden Kartons zusammenzusammeln, oder ich kann nach dem Abmessen noch mal schnell zum Beispiel in irgendeinen Discounter gehen und mir so ein paar alte Kartons und ein paar Obstkisten von dem für umsonst holen. Und dann baut man ein Teil ab und packt es direkt in den passenden Karton rein. Macht den Karton zu und den Karton kann man dann natürlich prima erstmal verstauen. Und glaubt mir, wenn ihr einfach nur alle Teile durcheinander in einen oder zwei große Kartons schmeißt, das macht euch am Ende auch nicht glücklich. Und danach geht's weiter in den 1-Euro-Shop. Da kauft ihr euch dann solche Plastikbehälter, am besten mit einem Deckel. Und das ist gut für die Teile, die man nicht trocken lagern kann, denn zum Beispiel der Vergaser ist in so einer Plastikwanne besser aufgehoben als in einem Karton auf dem Boden. Oder auch Bremssättel oder Ölleitungen, all sowas. Im Baumarkt oder auch beim Discounter gibt es immer solche kleinen Tüten oder zum Beispiel Gefrierbeutel von der Rolle. Die sind super günstig und super praktisch und davon holt ihr euch eine Packung und dazu auch einen passenden permanenten Filzstift zum Beschriften eben dieser Tüten. Denn da sortiert man die ganzen Kleinteile rein, die man nicht in Kartons verpacken kann, weil die in diesen Kartons in dem Chaos da sofort verloren gehen würden. Je nachdem, welches Motorrad ihr da zerlegt, fallen immer bestimmte Flüssigkeiten an. Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Öle aus zum Beispiel der Gabel oder Motoröl. Es fallen halt alle möglichen Flüssigkeiten an. Und bevor ihr das Motorrad zerlegt, müsst ihr daran denken, diese Flüssigkeiten müssen gesondert aufgefangen werden und die müssen auch gesondert entsorgt werden. Und das geht in den meisten Städten eigentlich kostenlos über die Bühne. Wenn ihr also eine Privatperson seid, dann gibt es dafür immer irgendwelche Sammelstellen, wo ihr das Zeug kostenlos abgeben könnt. Aber achtet bei der Auswahl der Auffangbehälter darauf, dass die auch teilweise zum Beispiel säureresistent sind. Denn wenn ihr jetzt einfach irgendwelche PET-Flaschen nehmt, wo normalerweise Wasser drin ist, dann sind diese PET-Flaschen nicht säureresistent. Bedeutet also, ihr könnt das zwar dann da reinfüllen, aber ihr müsst das dann auch relativ schnell zum Entsorgungsbetrieb geben. Sonst löst sich nämlich diese PET-Flasche irgendwann auf und ihr habt die ganze Soße in der Werkstatt verteilt. Und wirklich, wenn ihr alles in alten Wasser-PET-Mehrweg-Plastikflaschen auffangt, denkt daran, die sind nicht säurefest. Das könnt ihr darin nicht besonders lange lagern. Es gibt ja zwei verschiedene Herangehensweisen bei so einem Motorradumbau. Entweder renoviert man ein Motorrad oder man restauriert ein Motorrad. Was ja bedeutet, dass man das Motorrad zerlegt und alle Teile komplett in dem Zustand, in dem sie früher mal gewesen sind, also in dann überholtem Zustand, wieder zusammenbaut. Und wenn ihr so ein Motorrad nur auseinandernehmen wollt, um alle Teile zu erneuern, also um es wieder komplett original herzustellen, dann müsst ihr alle Teile vorher am besten kennzeichnen. Gerade wenn ihr noch nie vorher in eurem Leben ein Motorrad zerlegt habt, dann empfiehlt es sich, vorher am besten so eine Malerkrepprolle zu nehmen und euch einen Kuli bereitzulegen, um zum Beispiel bei Steckern, die ihr auseinanderzieht, genau zu kennzeichnen, welchen Stecker hat man denn wo abgezogen, damit man hinterher weiß, welcher Stecker kommt denn wo wieder drauf, welche Klemme war wo dran, welche Unterlegscheibe hat eigentlich wohin gehört. Und das kann man prima machen, wenn man sich Malerkrepp kauft und das Malerkrepp dann anschließend mit dem Kuli beschriftet.
Diese Folie kennt jeder. Knallt schön beim Draufdrücken, kann man prima mit knistern, hat aber auch den Vorteil, dass man die demontierten Teile damit gut verstauen kann, ohne dass sie noch mehr Macken bekommen als notwendig. Ach, und so schön digital wie die ganze Welt mittlerweile ist, es ist immer ratsam, sich zu dem ganzen digitalen Begleitzeug, was man so hat, sich trotzdem noch einen Block, einen Bleistift oder einen Kuli zurechtzulegen. Ihr zerlegt ein Motorrad zum ersten Mal. Dann werden euch da zwangsläufig Teile entgegenkommen, die ihr in einer bestimmten Reihenfolge wieder zusammensetzen müsst. Und oft hilft einem natürlich das passende Buch, aber eben nicht immer. Und dann ist es eben besser, wenn man schnell mal das Handy rausnimmt und alles fotografiert oder sogar noch besser, wenn man die Videofunktion nutzt, um sich selbst ein Erinnerungsvideo zu machen. Also egal, was ihr wo ausbaut, ne? Ihr nehmt das Teil, zeigt euch das selbst und sprecht euch dann ein, was das gewesen ist. Ne? Das war der Stecker von, keine Ahnung, das hier war der Stecker von, hast du dich gesehen? Hier, das ist der Zug von lalalalalala, das ist die Dekompression. Hier muss ich diesen Hebel wieder drauf machen und ich darf nachher nicht vergessen, da drunter war eine kleine Scheibe. Also egal, was ihr seht, ihr nehmt einfach euer Handy raus und sprecht euch das selbst ein als Videotagebuch. Und wenn es euch auch am Anfang ein bisschen doof vorkommt, wenn ihr immer mit euch selber redet, ihr habt ein Videotagebuch, das ihr euch nach dem Aufbauen von dem Motorrad auch noch jahrelang angucken könnt. Und das ist wirklich total cool. Und ich habe es wahrscheinlich gerade schon gesagt, aber ich sage es zur Sicherheit nochmal. Nicht unter allen, aber unter den meisten, na sagen wir unter vielen meiner Videos, findet ihr noch Ergänzungen und Links zu den Videos, die für den einen oder anderen wahrscheinlich sehr nützlich oder zumindest interessant sein werden. Und diese dann teilweise sehr nützlichen Informationen aktualisiere ich auch regelmäßig. Zudem findet ihr immer noch eine Auflistung von Kanälen, auf denen ihr mich noch findet und wo ich noch so unterwegs bin. Und wer mich, meine Projekte und meinen Kanal unterstützt, möchte, das würde ich super finden. Auch dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, auch die sind in der Beschreibung unten aufgelistet. Und dafür bin ich natürlich besonders dankbar. Stöbert also einfach in den Texten unter meinen Videos und erfahrt alles über mich und meine Angebote für euch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal und macht die Glocke an, damit ihr immer wisst, wann hier was abgeht. Danke, lieben Gruß, lasst es euch gut gehen, sagt